Willkommen zurück, ich bin Minister Kosch und weiter geht's hier in Wartales. Hallöchen. Wir sind hier gerade richtig geil ausgeruht. Wir haben gerade im Grab hier gerastet. War eine ganz tolle Nacht, hatten ein bisschen Träume, ein bisschen Albträume, dass ein paar Leute zu uns gekommen sind, die wir dann abschlachten mussten. Ja, also wir haben in der letzten Folge tatsächlich rasten müssen im Grab und sind natürlich überfallen worden, wie ich es mir dachte. Aber ich gehe davon aus, wenn wir hier weitergehen, dass wir dann auf jeden Fall auf die nächsten Gegner treffen. Und da will ich jetzt noch ganz kurz mal durchgucken, wie das mit der Rüstung hier aussieht. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge alles repariert. Zumindest das meiste. Bis auf Susanna können wir alles so lassen, denke ich. Und dann gehen wir mal los und gucken mal, ob meine Vermutung stimmt. Ja, Tatsache. Wer hätte es gedacht? Die Atmosphäre ist angespannt. Eure Gefährten spüren, dass sie beobachtet werden. Ein Gefäß zerschellt auf dem Boden. Aus der Dunkelheit stürzen Kreaturen hervor. Welche Kreaturen könnten das nur sein? Ja, wieder Nacktmulle und Kriecher. Und ich habe vergessen, was ich machen wollte. Verdammt! Und jetzt sind sie schon Stufe 6. Oh Gott, okay. Ja, ich hab auf Kämpfen geklickt. Jetzt passiert was. Oh, jetzt, okay, gut. Ja, ich habe vergessen, dass ich dem Eddie noch eine Fackel in die Hand geben wollte. Das ist dumm. Jetzt hat er nur. Was hat er in der Hand? Ich glaube, irgendeine Machete oder so. Wo ist Eddie? Eddie. Ja, die hatten so eine Sichel in der Hand, leider. Ach, dann hätte der nämlich auch Licht um sich rum gehabt, so wie Hackard das hat. Schade. Okay, jetzt stellen wir aber wieder mal alle zusammen und ich hoffe, diesmal keinen zu vergessen. So wie beim letzten Mal, als wir hier gekämpft haben. Ich glaube, die sind jetzt alle soweit zusammen. Vielleicht wäre es aber ganz günstig, wir werden die hier so zusammenstellen. Kosch können wir in die Mitte stellen, dann kann der die Ermutigung machen. Leider haben wir keine Tapferkeitspunkte, die haben wir alle in der Nacht verbraucht. So. Und wer fängt an? Dich stellen wir nochmal nach unten. Hier oben haben wir Licht. Immer so. Ich würde sagen, wir fangen wieder mit Hildede an. Deren Zug kann man am einfachsten drauf verzichten, weil ich werde wieder, wie beim letzten Mal, danach Susanna verwenden, um Licht zu machen mit ihrem Feuerpfeil. Und dann können wir die noch drehen. Dann ist Hildede da oben. Und die können wir jetzt hier runterziehen. Und die kann dadurch auch schon einen Punkt generieren, genau. Ja, und in der zweiten Runde, dann wissen wir, wo die ersten Gegner kommen. Und dann kann Susanna Feuer machen. Und der Wolf kriegt direkt mal 34 Schaden. Okay, Susanna, bitte Licht machen. Vielleicht so. Okay, da sind wir schon mal zwei Gegner. Macht Susanna noch was? Ja, sie stellt sich mal an Kosch ran. Damit kriegen wir noch einen zweiten Punkt dann. Und dritten sogar schon. Okay, der Wolf ist erstmal dran. So, jetzt ist einer von uns dran. Der Gegner hat nur noch 43 Leben. Wollen wir da mit Eddie rangehen? Der hat die größte Chance, ihn zu töten, glaube ich. Oder Roland. Könnte auch machen, aber Roland könnte auch tanken. Nee, dann machen wir das mit Eddie. Und leider hat er nicht direkt getötet. Mit dem Sichelwurf ist es nur sehr unwahrscheinlich, dass wir ihn töten. Leider stehen wir nicht hinter ihm, sonst könnten wir Zorn machen. Wir könnten jetzt zwei Punkte ausgeben. Aber damit machen wir auch nur 10 bis 13 Schaden. Wenn wir nicht hinter ihm stehen.
Ach, das ist ja dumm. Ja, dann bleiben wir stehen. So, irgendjemand bewegt sich anscheinend. Wir könnten mit Roland hier die Nacktmulle angehen. Die wird dann bestimmt fast sterben. Ja, sehr gut. Und dann können wir hier Zorn verwenden. 12 bis 15. Ja, ist fast sicher tot. Okay, jetzt ist sie tot. Gut. Dann nächster bitte. Weitere Bewegungen, die wir nicht sehen. Hier ist irgendeine Säule im Weg. Das sieht man hier irgendwie so ein Schemen durchschimmern oder eine Wand. So, ja, wenn keiner da ist, dann verwenden wir mal ja, Hackert. Der tötet ihn dann halt. Okay, dann können wir nicht weitermachen. Vielleicht stellen wir Hackert hier hin, um ein bisschen mehr Licht zu haben. Okay. Tja. Und jetzt? ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sie halt sind. Wir stellen Kosch mal dahin, weil sie von da kommen. Ah, da ist doch tatsächlich jemand. Und ich habe vergessen, Schutz zu machen. Ach, ja. Immer wieder die Fehler, die einem so begegnen. So, dann machen wir vielleicht Schutz. Ach, die haben wir noch drinne. Die haben wir noch eine Reichweite. Die drei Leute sogar noch. Okay, cool. Dann machen wir das. Und ja, das war's für Kosch, glaube ich, ja. So. Diese Nacktmulle ist noch nicht in Reichweite vom Licht. Okay. Dann wäre er nämlich anfällig. Leo ziehen wir mal hier hin. Vielleicht sehen wir dann noch mehr. Ja, genau. Ja, treffen wir den da? Moment mal kurz. Muss die Kamera mal drehen. Nein, treffen wir nicht. Treffen den Nacktmull gar nicht, denn diesen hier. Nur Kosch und diesen Nacktmull. Das ist ja dumm. Warum treffen wir den denn nicht? Wir müssen da hinstellen. Ist ja merkwürdig. Na gut, dann halt nur den. Und einmal noch drauf. Okay, da oben noch. Da können wir. Ah ne, Hackert hatten wir schon. Ist der anfällig? Nein, auch noch nicht. Schade. Wen konnten wir denn jetzt noch bewegen? Teut. Heute ist der letzte, oder? Ja, denke schon. Dann geht heute mal in die Richtung. Kann eh nichts wirklich machen. Doch, der kann ja hier laufen, ne? Der kann. Aber dann müssen wir erst in die richtige Richtung gehen. Hier ist wieder irgendeine Mauer oder so, die ich nicht sehe. Also kommen wir anscheinend nicht durch. So, und falls hier irgendjemand ankommen sollte, können wir hier mal anvisieren. So, nächste Runde. Ne, da kommen noch Gegner. Okay, jetzt eine neue Runde. So, hier ist niemand aufgetaucht, aber vielleicht kommt ja noch jemand, werden wir sehen. Was kann Roland hier machen?
Ja, schon relativ recht viel. Leo könnte den töten. Das machen wir mal auch direkt mal. Ne? Den da. So. Dann stellen wir uns mal dahin. Ach, da kommt noch jemand. Wusste doch, dass ich mich darauf verlassen konnte, dass das alles sind. So. Die Nacktmulle ist nicht im Nahkampf. Die ist aber anfällig. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein bisschen Licht mit Susanna. So. Sind aber nicht mehr Gegner aufgetaucht. Okay. So, macht die noch was? Sie könnte hier drauf schießen. Ja, warum nicht? Also sie können, neben einem Freund stehen wir schon. Wir kriegen den Punkt also auf jeden Fall zurück. Dann schießen wir hier drauf. Jetzt 72 Leben, die Nacktmulle. Boah. Okay. Ist sie jetzt eigentlich durch das Licht anfällig? Ja. Ach, war sie vorher schon, ne? Ja. Okay. Korsch ist umzingelt. Wir müssen die hier töten unbedingt. Das macht Eddie. Das kann er hier von hinten drauf haben. Tot. Sehr schön. Stellen uns mal neben Kosch. Oh, noch jemand. Leo ist das, okay. Jetzt brennen wir hier alle. So, was macht denn Kosch, wenn wir. Ach ne, Leo meinte ich. Und Leo war schon dran. Ach, das ist dumm. Okay, aber Kosch kann Leo erstmal mit Schutz belegen. Das hat er nämlich eben nicht abbekommen, denke ich. Ja. Ist dringend notwendig. So. Da können wir einmal drauf haben. Und ich denke, jetzt holt sich Kosch die Aggro von dem Kriecher hier. Die brennen eh alle schon. Kann man auch in Feuer reingehen. So, und sind die im Nahkampf, da kann er nicht mehr auf Leo draufhauen. Gut, nächster bitte. So, der Nacktmull ist im Nahkampf jetzt mit dem Wolf. Kommt Hacker dran. Ja. Der kann auch Gift verteilen. So, Kosch ist unterstützt, die Nacktmole ist umzingelt. Zorn 11 bis 14 reicht nicht zum Töten. Können einen Fackelschlag machen, da treffen wir aber viel zu viele. Das ist ja. Nee. Okay, dann macht er noch Gift auf die beiden hier unten. Und das war's. So. Roland, ich glaube, der wird sterben, Nacktmulla. Hoffe es. Nein, leider nicht. Oh, ein Crit fast, wäre es fast noch so weit geworden. Aber wir haben Zorn. Ja, okay, das reicht. Sehr gut. Wo stellen wir Roland dann hin? Ich würde ihn nicht ins Feuer stellen, aber wir stellen ihn mal hier hin. Vielleicht kommt noch jemand. Ich weiß es nicht. Vielleicht noch ein Stück weiter links, damit wir eventuell Teut hier reinziehen können. So. Jetzt muss ich erstmal mir hier dieses Anvisieren angucken. Da hatte ich nämlich im letzten Kampf hatte ich mit Teut auch anvisiert und zwei Gegner im Bereich mit drin stehen und ich, Blödmann, habe den Angriff abgebrochen, weil ich irgendwas versemmelt habe. Was muss ich klicken? Einfach nur zwei, dann wird der angreifen. Also einfach die Fähigkeit anklicken.
Ich weiß nicht, wie ich es abgebrochen habe dann letztes Mal. Ja gut, dann müssen wir jetzt hier angreifen. Bewegen können wir uns ja nicht. Ah. Ja, jetzt habe ich es wieder abgebrochen. Jetzt hat er nicht angegriffen. Aber ich habe damit schon angegriffen. Ich bin nicht dumm. So, aber Moment. Jetzt haben wir ja hier ein paar Gegner stehen. Nur einen. Ah, okay, hier hätten wir zwei, aber da kommen wir nicht hin. Wir könnten aber durch diesen Gegner in den Gegner reinlaufen, glaube ich. Hier runterlaufen können wir nicht. Da kommen wir nicht durch, denke ich. Also wir versuchen es mal. Ich verbrenne dann jetzt, aber ist okay. Ach, ich habe keine Punkte mehr. Ich kann nicht reinlaufen. Ach, ist das dumm. So, dann nützt aber auch anvisieren jetzt nichts, denn da ist unser eigener Skosch mit drin. Ja. Ja, dann gehen wir einfach hier hin. So. Ach, da kommt doch tatsächlich noch jemand. Na gut, dass wir Roland dahingestellt haben. So, Hildede, die kann hier diesen noch, glaube ich, treffen. Und ich muss mal die Kamera drehen hier jetzt. Jetzt sieht er gar nichts mehr. Ja, Hildede kann die Nacktmulle angreifen. Okay. Tot. So, wir könnten jetzt langsam mal überlegen, ob wir jemanden Erste Hilfe geben. Dafür brauchen wir aber Punkte. Mhm. Sind das hier zwei Gegner? Ja, Nacktmull und Kriecher. Okay, dann macht hier Leo mal was. 32 und 46, sehr schön. Und dann können wir ihn noch fast töten. Okay, und ich glaube, wenn wir mit Susanna nochmal hier drauf schießen, ist einer tot und der andere dann noch weiter geschwächt. Nehmen wir mal Leo hier aus dem Getümmel raus, damit wir ein bisschen Platz kriegen. Wir könnten mit Leo auch jemanden heilen. Ah, ich hätte Kosch vom Feuer heilen sollen. Jetzt ist es zu spät. Ah, ja, gut. Und dadurch, dass Leo jetzt den Zug neben Eddie beendet hat, hat Leo Eddie angesteckt mit Feuer. Ja, das ist... Okay, ich wollte mit Susanna hier hinten nochmal draufschießen auf die beiden. Einer stirbt dadurch und der andere kriegt dann auf jeden Fall noch ein bisschen Schaden mit. Genau, haben wir Ansporn, haben hier oben die erste Linie erreicht. Sehr schön. Ich glaube, mehr Gegner haben wir nicht jetzt. So, und dann können wir mit Susanna hier nochmal draufschießen. Das stirbt dadurch auch. Sehr gut. Und nächster bitte. So, was haben wir hier hinten? Wir nehmen mal Eddie, glaube ich. Kommt er da ran? Ja. Aber wir haben keine zwei Punkte. Das ist schade. Na gut. Okay. Hätte fast aber ausgereicht mit einem Schlag. Okay. So, ja, dann macht das halt jetzt Roland. Puh. Bisschen Essen. Noch mehr Essen. Stoff und Zähne, okay. Menschliche Gebeine waren das, okay. So, Hackert ist aufgestiegen. Das ist sehr schön. Dadurch hat er auch sich den Geisterdolch hier verdient. Geisterstahl. Hippe. Den hat er jetzt angezogen. 20 bis 25 Schaden jetzt und vorher waren es 17 bis 21.
Was bekommt er denn? Vergiftete Waffe. Jedes Mal, wenn diese Einheit hinten angreift, bewirkt sie 2 Gift. Fügt nach Benutzung einer Fertigkeit dem nächsten Gegner innerhalb von 4 Metern 5 Schaden zu. Tödlicher Vertrag bewirkt am Anfang jeder Runde beim nächsten Gegner eine Runde lang Anfälligkeit. Ich glaube, Eddie hatte das in der Mitte, oder? Nee, ganz rechts. Okay. Dann nehmen wir bei Hackard mal das in der Mitte. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Sachen sind. Und wir müssen den nächsten Soll zahlen. Okay. Das mit dem Gift. Ich weiß, dass Hackard ja Gift verteilt, aber das Problem beim Gift ist, man muss immer auf das Ende der Runde des Gegners warten. Und so viele Runden gibt es gar nicht, die wir spielen. Ich glaube, eben hatten wir 3 Runden, die wir gespielt haben. Das Gift ist schwierig einzusetzen, finde ich. So, was brauchen wir denn hier? Ich würde jetzt hier auf Willenskraft gehen. Der braucht unbedingt seine 15 Willenskraft. Dann jetzt 14. Und beim nächsten Aufstieg hat er dann 15. Gut. Eine Verletzung behandeln. Dann, wie sieht es mit der Rüstung aus? Roland braucht auf jeden Fall eine Reparatur. Kosch auf jeden Fall auch. Der braucht sogar 2. Und Leo braucht auf jeden Fall auch. Und das reicht so. Gut, was haben wir jetzt hier? Ein Grab. Will ich das aufmachen? Oh Gott. Der Durchgang ist nicht benutzbar, oder was? Okay. Liegt in dem Grab der Endboss? Hier ist nicht kein Durchgang. Es erscheint der letzte Inhalt des Grabs. Und ich würde sagen, das ist der Endboss. Wir machen es mal auf. Aufbrechen, rechte Maustaste. Braucht einen Bergarbeiter dafür, okay. Aha. Sandstein kriegt man dadurch. Aha. Jetzt untersuchen. Ihr habt die Ruinen erkundet. Cool. Kein Endboss. Okay. Okay, was haben wir hier? Ein Kodex, ein Rubin, ein Saphir und Schutz der Ahnen. Der Besitzer dieses zerbrochenen Reliktes muss adeliger Abstammung sein. Ein Gelehrter könnte es restaurieren. Okay. Da haben wir schon ja einen Auftrag, eine so eine Untersuchung. Und dieser Kodex ist beschädigt. Verwende das Lesepult, um ihn wiederherzustellen. Okay, auch das ist was für unseren Gelehrten. Okay, damit sind wir im Grab durch tatsächlich. Ich bin ja erstaunt. Ganz allgemein finde ich das eine nette Idee, wie die das hier implementiert haben. Finde ich sehr spannend. Ich glaube, so geht's zurück. Ja. Cool. Dann haben wir hier jetzt Grab tatsächlich durch. Und die Frage ist, was wir jetzt machen. Rattenplage steht auf jeden Fall noch auf dem Plan. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Stadt. Und jetzt gehen wir aber erstmal Richtung Stromkap. Wir haben uns das verdient, glaube ich. So, hier geht es ja auch runter, sehe ich gerade. Oh. Oder? Ah, Tatsache. So. Für die, die hier zugucken und die das tatsächlich noch mitbekommen, ich habe tatsächlich eine Bitte, wo ihr mir gerne mal was spoilern dürft. Und zwar geht es, machen wir mal kurz eine Pause hier, um meinen Alchemisten. Und mir ist aufgefallen, dass es hier eine Zutat gibt, das nennt sich alesarisches Pulver. Und ich habe das noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich es herkriege. Ihr dürft mir gerne Tipps oder Hinweise geben, wo es das gibt. Ich will nicht googeln, will mich nicht zu sehr spoilern, aber wenn ihr mir einen leichten Hinweis, einen leichten Stups geben könnt, wo ich das finde, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in dem ersten Gebiet nicht gibt. Ich muss das übersehen haben. Die Rezepte, wo man das braucht, hatten wir direkt von Anfang an.
Und ich hätte gerne so ein Bäumchen. Gerade wenn man, wenn ich jetzt in die Rattenplage gehe, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die da helfen könnten. Und ich habe aber absolut keine Ahnung, wo ich dieses Pulver herbekomme. Und ich merke gerade, wir sind eigentlich völlig falsch. Ja, also wenn ihr Hinweise geben könnt, sagt es mir bitte. So, wen haben wir hier? Ist das ein Totenkopf? Luch? Okay, das war nicht geplant. Wir haben hier eine Gruppe Banditen überfallen. Okay, aber wir haben sie wenigstens in den Hinterhalt gelockt. Und wir kämpfen jetzt gegen Stufe 6 Banditen. Okay. Verdammt, ich wollte mich eigentlich ausruhen. Wir haben so schön gekämpft im Grab. Und jetzt das. Ja. Wie sieht es denn hier aus? Hier rechts steht niemand mehr. Deshalb werden wir alle nach rechts verschieben. So, haben wir da oben noch Platz? So, Kosch kommt auf jeden Fall nach oben. Frage ist, will ich hier unten welche haben? Oder eher alle da oben? Gefahr ist, wenn wir alle hier oben haben, wir kommen hier nicht mehr durch, damit alle kämpfen. Vorteil ist, eventuell gehen ein paar Leute hier rum und sind einfach ein paar Züge ausgesetzt. Wo stehen denn die Wilderer? Das ist einer, das ist der zweite. Okay, wenn wir die Wilderer binden wollen, dann müssen wir eh hier rein, dann wenn wir nicht hier oben kämpfen können. Okay, dann können wir die hier unten auch stehen lassen. Zumindest mal zwei. Leo wäre vielleicht auch ganz günstig, wenn der hier steht. Susanna brauchen wir noch für die für den AOE-Schaden. Obwohl, ich tausche mal Leo mit Toid. Okay, so Kosch. Haben wir einen Boss eigentlich? Wilderer, Ganove, Wilderer, Übeltäter. Ah, zumindest mal ein Tank ist das. Wenn das Ziel mit dieser Fertigkeit in den Kampf verwickelt ist, wird bei ihm eine Runde lang Anfälligkeit bewirkt. Marodeur. Ah, der nervt. Der macht super viel Schaden. Die Ganoven auch, aber eigentlich machen sie alle viel Schaden. Jetzt, wo sie auch alle Level 6 sind. Die Wilderhaare haben mittlerweile auch 80 Leben insgesamt. Wir fangen mal mit Roland an. Wo ist er? Wo ist Roland? Ach, hier unten. Ach. Oh, hier ist auch eine Falle. Tausch Roland mit Kosch doch nochmal aus. Kosch kommt hier ran, käme hier ran, käme auch an den Übeltäter ran, ohne auf die Falle zu tappen. Ich würde nämlich gerne mit Roland diesen Wilderer zuerst hier versuchen zu töten direkt. Und der Übeltäter ist der Erste, der dran ist. Okay, ne, dann fange ich mit Kosch an. Damit wir den Übeltäter direkt einfangen. Okay, ja. So, jetzt können wir uns direkt auch Schutz geben. Auch
Ist das nur, wie das nur selbst sind. So, und dann nimmt Roland diesen Wilderer. Ach, verdammt, und wir haben keinen Punkt. Warum habe ich Kosch eben Schutz gegeben? Verdammt. Ah, wir haben uns da selbst eingeneriert. Okay, gut. Okay, aber dadurch, dass wir jetzt Amoklauf nicht als ersten Angriff verwenden konnten, haben wir ganz schön viel weniger Schaden gemacht als geplant. Weil Roland hat die Fähigkeit, dass der erste Angriff jedes Kampfs verursacht doppelten Schaden. Und das war jetzt nur seine Schlitzerfähigkeit. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, kümmert sich Hildede jetzt um den Wilderer? Ich glaube, dann wird sie ihn hoffentlich töten. Ja. Und damit haben wir den ersten Punkt. So. Kann Susanna ein bisschen Feuer machen? Sieht so aus. Aber das geht immer nur auf einen drauf. Schade. Okay, wo will ich es hinlegen? Ja, dahin kommen wir ja nicht, ne? Ja, wir kommen nur bis dahin. Ja, dann... Danove, Marodeur... ist eigentlich relativ wurscht, auf wen es geht, glaube ich. Wir legen es mal dahin. So, nächster. So, dann rennt hier Teut einmal durch die zwei durch. So. Und versucht die mal anzuvisieren. Mal gucken. So, jetzt ist der Kampf natürlich schon super weit weg. Ha, da hätte ich drauf achten müssen, dass wir uns ein bisschen oben sammeln. Ja, ja gut, aber wir wollten halt die Wilderer halt angehen, ne? Ja, und das sind wir weggeschoben. Oh, und Teut ist fast tot. Ja, es war schön mit dir, Teut. Ah, ja, ich glaube, der verbrennt ja auch schon und in seiner nächsten Runde ist er tot. Nicht tot, sondern tot. Ja, okay, das hätte ich mir denken können. Wer schon tot heißt, ja, okay. Ja, der Marodeur, der macht üblen Schaden. Ja, auch Leo kommt nicht so weit. Ja, können nichts machen. Was macht denn der Wolf? Warum bleibt denn der da stehen? Ja. Also, mit dem Ende des Zuges von Teut ist er dem Tod geweiht. Er hat zweimal Gift drauf. Ja, deswegen stirbt er halt. Schaden 3. Er hat noch 2 Leben. Wer kann heilen? Leo und Hildede, ne? Genau. Ich würde sagen, wir rennen mal direkt mit Teut hier durch. Machen nochmal 26 Schaden.
Dann gehen wir Richtung Norden, um uns da dann wohl. Wir haben nur einen Punkt. Moment, nee. Mit wem ist der Marodeur im Nahkampf? Niemanden. Okay, dann geht er jetzt mit Roland in den Nahkampf. Ich verwende mal hier taktische Ordnung. Damit würden Hildede und Eddie doppelt Tapferkeitspunkte generieren. Und Eddie generiert ja einen, wenn er den Zug neben einem Gegner beendet. Genau. Und Hildede, wenn sie neben einem Freund den Zug beendet. Und das bietet sich hier an, glaube ich. Nehmen wir erstmal Hildede. So, zwei Punkte. Ja, Teut ist tot. Ja, wir hätten doch laufen sollen. Beziehungsweise Teut ist jetzt dem Tode geweiht. Nee, er hat immer noch ein Leben, was? Hat doch eben Schaden gemacht, dachte ich. Hier dieser Gandome. Warum hat er immer noch ein Leben? Blind? Gut, wir machen aber mal hier mit Eddie mal jemanden tot. Oder? Ja, wir machen ihn tot. Ja, dann kriegen wir die Punkte nicht, ne? Ja, tot ist tot. So. Ah, wir können ja aber hier noch natürlich machen. Wir stellen uns mal hier ins Feuer. Hauen da hier von hinten drauf. Cool. 17 Leben noch. Jetzt ist Teut dem Tod geweiht, okay. Ah, jetzt haben wir aber umgebracht. Ja. Wir hätten doch mit ihm hochlaufen sollen, weil jetzt kriegen wir keinen mehr an Teut ran, um ihn zu heilen. Ach, es war schön mit dir, Teut. Aber du bist auch unser Gelehrter, verdammt. Wir können ihn nicht mehr heilen. Und mit dem Ende seines Zuges ist er tot. Ist tatsächlich der erste menschliche Tote, den wir dann im Spiel haben hier. Auf wen hat er geschossen? Ich habe es nicht mitbekommen. So. Kosch macht hier mal Schwächung drauf und greift mal an. Er hat auch immer noch Schutz, ne? So, Hackert war noch nicht. Wenn Hacker sich hier hinstellen würde, dann würde er da drei Leute Gift geben. Dann muss ich aber selber verbrennen. Ist okay. Okay, jetzt kriegt heute noch ein Stack Gift mehr, aber das ändert dann auch nichts mehr. So, das ist unser eigener, okay. Ja, wir haben jetzt heute mit drauf und naja. Tschüss. Können wir hier mit dem Fackelschlag was machen? Nee, nicht wirklich.
Also, wir haben uns völlig falsch aufgestellt, von Anfang an in dem Kampf hier. Wir hätten uns ganz anders aufstellen müssen. Jetzt können wir nochmal versuchen, mit Susanne ein bisschen Feuerschaden zu machen. Vielleicht so. Stellen uns hier daneben. Der hat noch zwei Leben, der Gegner. Ja, schießen wir auf den Bogenschützen. Ja, toll. Ich habe dich nicht so gut gekannt, aber es war mir ein Fest. So, ich glaube, es war die neue Runde, ne? Ich habe nicht drauf geachtet jetzt, leider. Wir werden hier einmal drauf werfen, dann ist er tot. 28 Schaden mit der Wurfsichel. Okay, dann können wir ihn hier, glaube ich, töten. Ja. Und damit ist der Kampf fast gewonnen. So, Hackert. Stell dich mal dahin. 53. So. Dann Susanna. Nee, da ist die Falle, die wollen wir nicht. Das ist es. Okay, Susanna. Okay, dann haut Kosch jetzt drauf. Und macht nochmal Schutz. So, Hildede darf auch nochmal. Gut, und die anderen kommen nicht mehr ran. Bin ich jetzt in die Falle gelaufen? Nein. Uff. Und die Leo hat eigentlich eine Sache gemacht im ganzen Kampf, weil wir nicht rangekommen sind. Ja. Also, war definitiv taktischer Fehler von mir. Wir haben uns falsch aufgestellt. So, jetzt aber. So, wir haben tatsächlich noch ein bisschen Rüstung gefunden. Noch ein Raufball, ein bisschen Geld. Ah, die Leiche von Teut, Leder und noch eine leichte Rüstung. Okay, damit sind wir bei der Folge, glaube ich, wieder durch. Und in der nächsten Folge geht es Richtung Stromkap. Und haben wir zu viel. Ne, wir müssen rasten. Ich dachte, wir hätten zu viel Zeug dabei. Nächste Folge geht es Richtung Stromkap und wir bereiten dann den Ausflug in die Rattenplage vor. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.